Hallo Minecraft, hallo Mac, bist du? Hallo Leute, hallo Varuna. Boah, Schallsturm. Jo, wir sind hier in unserer Burg. Ich habe schon ein Moment, bisschen erstmal was weitergebaut. essen. Ja, ist irgendwie ein bisschen höher als das letzte Mal. Da hatte ich mit dir gerade erst den Grundstein gelegt. Ja, eine Folge warst du ja, glaube ich, nicht dabei. Aber ja, die Türmchen sind soweit. Ich habe alle. Ja, sehr schick. Bei dem fehlt noch ein bisschen Dach. Genau, das mache ich jetzt. Irgendwo hatte ich hier noch. Genau. Ich brauche ja genau 64 Netherbricks. Ich hatte eigentlich den Plan, dass Mephisto hier dann die Carpenter-Blöcke ausbauen kann. Und du hattest Dann die ist geniale Idee, dass. nur derjenige, der die Carpenter-Blöcke gesetzt hat, sie auch bauen darf. Ja. Also, Das Problem scheiße. hatten wir ja schon mal. Ja, aber ich habe nicht nachgedacht. Aber es geht ja trotzdem flott. Wir werden uns heute darum kümmern, dass die Mauer soweit fertig wird. Ja, ich habe schon mal angefangen. Danach fülle ich ein bisschen Boden aus. Genau, Du der wolltest ja hier ein Boden. bisschen abwechselnd haben, deswegen setze ich die einfach mal irgendwie so random, hubala, randommäßig hin. Außerdem werden wir uns vielleicht über die Funktion der Burg noch Gedanken machen und die dementsprechend bauen. Halt Wir hier, hauen hast uns du. einfach so lang. Wie bitte? Nee, hier hast du. Ich habe immer nur außen hingesetzt, wie du wolltest. Na, aber du musst ja immer einen Platz lassen. Also du musst schon überall machen. Ja, aber da kommen doch andere hin. Ich soll doch da abwechselnd machen. Ach so. Okay. Scheiße. Na, passt, passt, passt. Du machst das schon Hast richtig. extra noch gewollt, dass ich nicht alles einheitlich mache. So, oh, falsch. So, nein, nicht falsch. Du machst das schon richtig. Du kannst das. Ja, jetzt bauen wir hier schön fleißig aus. Musik habe ich laufen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Hey! So. Mal hier runter. Manchmal sollte man einfach immer im Flugmodus bleiben. Hat aber einen schönen Ausblick, so von hier einfach mal auf alles, was wir bis jetzt gebaut haben. Da hinten ist mein kleines Haus. Schade, dass man den Tempel von hier aus nicht sieht. Musste nur die Renderdistanz höher stellen. Ja, aber ich weiß nicht, wie weit der Server das unterstützt. Bis wie viel. Verdammt, fast, fast perfekt gebaut und dann einen Block falsch. So. Wir allein Cobblestone, müssen wir noch neue Cobblestone herstellen. Wir haben ja genug. Ja, sollte genug da sein. Ich glaube, den hat man immer. Man kann eigentlich nie zu wenig Cobblestone haben. Auf jedem Server nach anfänglichen Starts irgendwann kotzt man den Cobblestone aus allen Ecken und Enden. Obwohl ich hier, glaube ich, gar keinen Cobblestone irgendwie groß abgebaut habe. Ender Quarry gab es irgendwann. Wie heißt du denn? Hero Stone. Verdammt. Ich bin so Gnomoria drin. Nicht Stone 1. Wie heißt der normale? Clean Stone. Ja, doch, Stone 1. Stone Ja, 1 ist sie Clean nennt Stone. ihn aber keine Sau. Clean Stone halt. So, ich muss auch noch mal chiseln hier. So, aligned. Dann machen wir jetzt detailed. Slabs habe ich noch im Inventar. Die kann ich dann platzieren. Ja, die hole ich mir gleich noch. Die Mauer ist aber. Ach, die hast du ganz eckig gemacht. Okay. Hey. Ah, jetzt bin ich irritiert, weil du schon die Dinger unten drunter gebaut hast. Aber die Mauer ist nachher schon durch mich außen, oder? Also, Was ist die? die ist nicht schräg, da sind immer schon Steine Genau, zwischendrin, das oder? sind die sind alle durchgehend, nur die Slabs oben, die sind immer nur eins, eins nicht. Okay. Nur, dass ich jetzt nicht zu viele oder zu wenige baue. Die falsche Seite. Doch, hier hast du falsch gebaut. Genauso sollte es nicht sein. Was Was habe ist ich denn denn? jetzt hier falsch? Das verstehe ich gerade nicht. Das hier. Ich habe doch gefragt, soll es immer komplett sein oder nicht? Ja, es Gott, sieht ja von durchgängige außen Reihe. komplett aus. Ah, es sieht so aus. Habe ich das überall falsch gemacht? An den Ecken musst du nur aufpassen, ja. Das ist ein bisschen. Habe ich mir einen kleinen Trick einfallen lassen. Ja, um Steine zu sparen, weil wir so wenig haben. Nee, damit der Weg oben ein bisschen größer Weiter ist. Wir wollten erscheint. noch eh noch ein Stück innen drin einziehen.
Wahrscheinlich, ja. So, und fleißig weiter Steine setzen. Ich fliege ja einfach immer bei dem ersten recht flott vorbei und hoffe, dass irgendwo der richtige Stein platziert wird. Und dann fülle ich einfach zwischendrin mit den anderen Cobblestone-Nuts auf. Das ist dann ziemlich willkürlich und gibt der ganzen Mauer so ein bisschen, nicht so einen geraden Look, sondern auch so ein bisschen, bei Jeans würde man sagen, washed. Ja gut, wie gesagt, bei mir sind die Steine leider auseinanderzuhalten beim Texture Pack. Man sieht es halt, die Aligned sind tatsächlich detaillierter wie die detaillierten Cobblestones, also besonders schier. Ja. Aber der Unterschied ist ja nicht so groß. Nee, er ist unglaublich winzig. Das ist bei mir auch so. Ich muss schon genau hingucken und ich muss ruhig halten. Aber ich bin immer noch dankbar für die tollen Sandtexturen. Seitdem sieht mein Sand schön aus und vor allem die Sandstones. Yeah, Sandstones. Sandstones. Geiler Deutsch-Englisch-Mix. Sandstones. So, ich bin fertig außen. Sehr schön. Hä? Ich hab's auch gleich. Den Stein habe ich doch vor 5 Minuten schon abgehackt hier. Schlechte Spitzhacke. Ne, der ist irgendwie durch ein Lag erst 5 Minuten später gedroppt. So, jetzt können wir mal diese kannst du vielleicht... Dann mache ich mir den Boden weiter. Genau, mach das doch. Hab doch hoffentlich noch diesen geilen Bilderspawn, jawohl. Er soll halt so ein bisschen die Zinnen darstellen, ist ja logisch. Sollte weniger Pornos laden, dann wird es nicht so lecken bei mir. Hallo, FSK. War eben ein Scherz, keine Sorge. Aber es leckt halt trotzdem ein bisschen. Ja, bei mir auch. Aber ich glaube, das sind eher so die Patches. Ja, du hast behauptet, dein Fastcraft hilft dir. Hier hast du noch einen Fehler. Das hat nichts damit. Ja, das heilt, das hilft das Spiel, im Spiel FPS zu kriegen und so Krams. FPS ist ja nicht lag. So, einmal hier durch. Die Fenster habe ich auch noch ein bisschen kleiner gemacht. Da habe ich hier mit der Säge einfach ein paar Cobblestones klein geschnitten und noch platziert, weil McQuisto gemeint hat, das ist aber groß. War halt wirklich groß. Ja, hast ja auch recht. Jetzt sieht es auch von außen ein bisschen besser aus. So, la. Es wird. Ist zwar ein bisschen schief und sieht seltsam aus, dass wir Cobblestone Erdemix haben, aber so ist es ja gedacht. Wir bauen ja eh hier nochmal eine einheitliche Erdhöhe hin. Und als nächstes drauf, das ist ja alles nur Füllmaterial. So, die Zinnen sind auch platziert. Ich habe auch jetzt echt mal vor, demnächst mal die ganzen Minecraft Let's Plays nachträglich hinzustellen. Nicht lügen. Das sagst, nee, du schon das sagst du schon seit einem halben Jahr. Dann gibt es halt viele auf einmal davon. Die werden halt parallel zu den anderen aufgenommen. Moria bin ich ja fleißig dabei. Also du bist derjenige, der hier abgehackt klingt. Also ich da kann Porno Donut. Ich mache jetzt innen nochmal eine Reihe hier Carpenters Blöcke. Jo, damit wir oben einen größeren Lehrgang haben. Ich guck mal, ich glaube, wir haben noch nicht genug Erde. Ja. Marginal Erde. Vernachlässigbarer Witz. Mann. Muss ich nachher wieder mit dem Hammer arbeiten? Weil Carpenters Blöcke wollen nicht immer so, wie ich will. Jetzt hängt gerade alles. Ja. Und wie das auf der Ausnahme aussieht, wo es hier gerade gehakt hat. Gehakt. So. Und die Frage, wo kriegen wir jetzt Erde her? Ich könnte zwar noch ein paar Stacks zu Hause haben, aber Erde ist wirklich wenig vorhanden. Ich habe noch ein paar, das weiß ich. Gut.
Der Enderquoll baut ja keine Erde ab. Und so ist es. Oh, ich habe mich verklickt, jetzt muss ich einmal komplett. Deswegen hat man seitdem einfach Erdmangel. Okay. Ich möchte mal wissen, welcher Mod das ist, der einem hier die Uhrzeit ausgibt. Welche Uhrzeit? Steht das bei dir nicht? Bei mir steht 15 Uhr via FFA oder FIZ. Wo? Statt gerade unten links als Anzeige. Im Spiel? Ja, natürlich. Bei mir nicht. Dann hängt das mit deinem neuen Mod zusammen. Nee, das ist schon uralt, das geht schon immer. Ich habe nur noch nie rausgefunden, woher das kommt. Und man wundert sich einmal kurz und dann vergisst man es auch. Also, so schlimm ist es ja nicht. Also, ich hatte das noch nie. Ja. Ja, wo war dein Haus nochmal? Wir sind hier bei der Burg. Über die Brücke muss ich rüber, schätze ich mal. Vermutlich. Bring mir doch mal noch einen Carpenter-Hammer mit. Muss der aber erst herstellen. Kein Problem. Ach Gott, mein Haus steht immer noch da. Ich mache einfach zu wenig in letzter Zeit hier. So ist es. Nein. Scheiß Real Life. Ja. Man hat immer zu viel zu tun. Egal wie wenig es ist immer noch zu viel. Kenne ich. Vielleicht sollte ich mal irgendwann Anleitungen machen. Was Anleitung? Ja, wie Leute sich fit halten, heute muss ich den Cup, das haben wir auch noch bauen. Ich könnte die Ernährungsberatung machen. Ernährungsberatung? Ja, wenn du willst. Wofür denn? Weiß ich nicht. Einfach nur, weil ich es kann. So. Oh, jetzt gibt es auch keine Karten. Das Blöcke will mich verarschen. Da muss ja alles herstellen. Ja, die habe ich vorhin aufgebraucht. Das hat man als Rezept im ME. Hat geklickt. Ich habe keine Rezepte, das weißt du doch. Ich bin nicht so faul wie ihr. So, den Hammer habe ich gemacht. Was wollte ich denn holen? Erde. Mal ein bisschen Cobblestone. Die Wedge Slopes kommen rein. Erde, AK, Dreck, och, 19.000. Tja, siehst du mal, ich hab sowas. Ja, du hast 19.000 Dreck, gratuliere. So, wir waren über die Brücke rüber da hinten. Es gab mal bei Karl May so, ich weiß nicht mehr in welchem Film es war, da gab es so einen Typi, der hat Dreck gefuttert. Der hatte sich immer Erde angekauft und dann hat er die gefuttert. Lecker. Ja, das war sein Leibgericht. Ist mein günstiges Lieblingsessen. Ja. Er lädt bei mir gerade die Chunk so schlecht und langsam. Wo bist du denn? Da hinten irgendwo, ich sehe dich. Ah, da. So, warte, ich werfe dir den Hammer zu und verkrümme mich. Ich sehe den Hammer nicht, aber er müsste deine Richtung geflogen sein. Hinter dir auf dem Boden müsste er irgendwo sein. Da unten, in der Ecke. Er kommt schon wieder an. Ich hab ihn. So ein Schwachsinn, dieser Magnet ist echt furchtbar. So. Ah, da. Hab ich dir. Sehr gut. Vielen Dank. Dann kann ich jetzt nicht mehr auf dem Boden rumlaufen. Danke. Sehr schön. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis Gras gewachsen ist. Haha. Das kann eine Weile dauern. Ja, das war so ein dummer interner Witz. Ich habe mir angewöhnt, in den meisten Let's Plays inzwischen irgendwie spielübergreifende dumme Witze zu reißen, die zwar kein Mensch versteht, aber ich hoffe wenigstens die es verstehen, was zu lachen haben. Hä? Das hast du mich verwirrt. Eigentlich dachte ich hätte es verstanden. Das gab's in meinem. Du meinst, dass hier Gras gewachsen ist? Ist ja logisch. Komm, mach. So, du und hier. Ich bin mal gespannt, weil ich mich verklicke und obendrauf einfach einen Arsch voll Gras setze. Das ist immer ärgerlich. Das geht echt gut, also. Das Ärgerliche an dem Dreck ist ja, er lässt sich nicht einen Grasblock bauen. Weil das sind ja unterschiedliche Blöcke. Und der Dreck lässt sich nicht einen Grasblock bauen. Ja, nicht mit dem. Nein, er ist alle. Super Builders Wand oder mit dem Builders Wand. Wieder zurück. Wir hätten echt mehr mitbringen sollen. Was? Dreck! Aber ich war voller Dreck. Mann, was für unglaublich komische Aussagen heute fallen.
War voller Dreck. Total verdreckt zum Letzt gekommen. Nein! Oh, das ist immer so Doch. ärgerlich, wenn du. Nee, du kannst. Du Dein kannst. ME will mich nicht so. Ich habe keine Ja? Sperre drin. Du kannst zwei Blöcke in einen Carpenters-Block hauen. Das Höh, muss. zwei? Ja. Kannst ja mal Okay, ich kenne sehen. das nur, wenn du einen reingemacht hast, dann setzt der andere sich automatisch drauf. Nee, bei mir geht es irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dann kann ich noch einen draufsetzen und der zweite, der drin ist, geht dann raus, wenn ich sozusagen einen dritten draufsetzt. Irritierend. Irritiert. Komm, mach, es leckt. Lass mich bauen. Hallo. Bin doch da. Echt furchtbar, wenn man mit einer langsamen Internetleitung leben muss. Weil es hier Jo. einfach zum Piep nochmal nichts Schnelleres gibt. Ja, ich habe letzt eine Reportage, ich glaube auf Dreisat gesehen, wegen Breitband und weiß was ich was für ein Scheiß in Deutschland. Und dass wir das wohl anscheinend, also Deutschland, jahrzehntelang hinterher sind zu den anderen europäischen Städten. So viel Ja, die zu. wollen ja irgendwie die nächsten Jahre da irgendwie schnelles Internet haben bis in 2 Jahren oder so für überall. Ja, Da wo aber. ich wohne, ich müsste nur eine Straße weiter in jede Richtung wohnen. Ich hätte schon seit über 10 Jahren mindestens viermal so schnelles Internet, wie ich jetzt habe, als Maximum. Seit über 10 Jahren. Ja, Aber eben, hier wird das es meine ich wahrscheinlich ja. auch in 10 Jahren immer noch nichts Schnelleres geben. Das ist ja Entwicklungsrückstand von, was weiß ich. Es ist denen einfach nur zu teuer. Ja. Da müssen sie ja Leitungen legen. Oh nein! Nein, sie müssen Geld ausgeben, weil die haben doch genug Geld. Können doch nicht erzählen, dass die alle am Hungertuch nagen. Ja doch, hallo? Die Politiker wollen ihre fünf. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Die Politiker wollen doch ihre Ah. 50.000 Euro Rente im Monat haben. Ja, aber das hat ja mit der Oder was die auch Politik. immer so kriegen. Die kriegen eine Rente, das ist Das hat ja mit der Politik grauenhaft. nichts zu tun. Das müssten einfach die scheiß Telekom-Unternehmen. Also, sorry, nicht Telekom, User joined your channel. Dachschön, du platzt mitten in eine Aufnahme. Guten Tag. Und Bach. Hallo, willkommen auf YouTube. Was? Was? Ja, wir machen hier eine Aufnahme für YouTube. User left your Ist kein channel. Witz. Da sagt er nichts mehr. Wir müssen ja einfach die Telekommunikationsunternehmen, so wollte ich das eigentlich ausdrücken, einfach mal ein bisschen Kohle investieren. Aber die probieren ja lieber, hallo? Ah, jetzt. Nur ihre Kohle zu scheffeln. Ja. Ich habe So, ich die habe den Uhrzeit Boden vergessen, wir fertig. sind bei 18 Minuten. Reicht doch. Geht doch noch. Wir sind ja hoffentlich gleich fertig. Der Boden ist gut. Ich suche mal noch eine Sägetatschaufel und verbreite noch ein bisschen Gras drin, damit es schneller zuwächst. Ich hätte einen Excavator Silk Touch. Perfekt, gib mal bitte her. Dankeschön. Sorry. Sind die Er ist aber noch nass? nicht aus dem Channel gegangen, traut sich aber trotzdem nichts mehr zu sagen. Genau. Ja, bei zwei so Vollidioten würde ich das auch nicht machen. Er hat Angst, dass das Internet ihn hört. NASA, NSA. Wenn das die einzigen wären. Das ist der nächste Witz. So. Ach, fuck, ich muss ja so klicken hier. Nein! Jetzt war es richtig und ich klicke nochmal drauf, dann ist es falsch. Ja, shit happens. Jodler. Habe ich wahrscheinlich zu viele Löcher gemacht, als dass ich genügend Grasblöcke habe. Dann muss ich mal noch ein paar mehr holen. Aber so wächst es halt schneller zu. Du willst nur, Und dass daneben geklickt. schneller Gras über die Sache wächst. Ach, jetzt habe ich mich Jupp. wieder verklickt, Mann. Muss aber dazu sagen, wir haben heute, glaube ich, zum ersten Mal, hast du nicht dazu geschrieben, Aufnahme oder so. Ja, das war mein Fehler. Gebe ich zu.
Ja, ist ja nicht schlimm, aber so ist das halt, wenn man es genau einmal nicht macht von 10.000. Ja, so viele Videos habe ich noch nicht. Oh, hat exakt gereicht, ob ich es abgezählt hätte. Da muss ich wieder die Carpenters-Blöcke durchhauen. So. So, willst du von da hinten noch Carpenters-Blöcke? Da müssen wir auch noch welche platzieren. Was noch? Oh Gott, so viele noch. Ja, warte mal, ich schmeiß dir hier mal zwei Stecks hin. Hier kriegt man doch noch mit deiner Schaufel. Zwei Stecks wäre dir lieber. Also macht er die Ecke wenigstens automatisch oder muss ich da noch? Nee, da muss der ein bisschen Ja, er macht die Ecke automatisch, nur leider in der falschen Richtung. Ja, du musst. Carpenters-Blöcke sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, ganz schön schwierig zu platzieren, weil die so viele Varianten haben. Der Block will mich auch verarschen hier. Deshalb brauchte ich ja den Hammer. Nein. Okay. Er will nicht. Nee, geht nicht. Ja, du kannst ja einfach mal nur die geraden Blöcke platzieren. Ich mach dann die Ecke. Das kriegen wir noch gerade so hin. Hey! Leckt so sehr, dass es hier wieder. Was leckt denn? Ja, bei mir. Gut, den hast du nicht verstanden. Du bist so abgehackt. Ja, jetzt bin's wieder ich. Immer auf die Kleinen, Mann. Hast du gesagt? Ja, das sieht so aus. Ich glaube, alle Minecraft-Männchen sind genau gleich groß. Obwohl, vielleicht stehen meine Haare weiter hoch. So, zack, 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 zack. Sehr schön. Ja, hier, Folgenlänge. Scheißegal heute. Warum hast du eigentlich eine vorgegabene Folgenlänge, oder? Ja, wie immer. Also so 15 bis 20 Minuten, aber... So, holla. Ich bin durch meinen Gnomoria irgendwie bei 30 Minuten und habe irgendwie die Tage in der Folge mit Überlänge aufgenommen. Die hat irgendwie 36 Minuten. Wenn ich jetzt hier noch einen hinsetze, ja. Oh nein. Das wird das reine Chaos, das ist dir schon klar, ne? Nein, wird's nicht. Ich weiß ja, welche du machen Dann musst. Viel Spaß beim Steine draufsetzen. Weißt du, welcher Karten das von dir und von mir war? Das ist völlig wurscht. Du nimmst von dem einen, ich nehme von dem anderen und dann machen wir einfach hin und her. Wir werden so viele Böcke für den Arsch bauen. Ach so, meinst du? Vor allem hab ich. Ja, warte, ja. warte, ich weiß, welche hier von mir sind. Nämlich die in der Ecke. Haha. Und der Rest ist von dir. Ich habe aber auch ein paar in der Ecke gesetzt. Nicht so viele. Nein, du hast in den Ecken, ich habe die äußeren Kanten gesetzt. Guck hier. Ha? Und hier hast du, glaube ich, die Glück Ecken gehabt, gesetzt. Sag 1, 2 werden nicht funktionieren. So, du weg, du hin. Warum habe ich eine Blume im Inventar? Weil du vorhin mit dem Zeug hier gehangen. Na, hier hast du es kaputt gemacht. Ich sag ja. Im Großen und Ganzen ist deine Aussage gut, aber leider nicht für alles. Ja, vor allem müssen wir da noch nacharbeiten. Das hast du nicht bedacht. Da sind den meine. Jäger setzen. Ja. Du darfst gleich noch mit dem Hammer nämlich durch die Gegend rennen. Ach, das Ach, stimmt, ich muss ja meine auch noch umhämmern. Oh, wie oft haut man denn drauf? Die in der hinteren Ecke zweimal mit der rechten Maustaste und dann mit der linken, bis es passt. Eins, zwei, drei, vier. Okay, hier sieht man sehr gut, dass da verschiedene Texturen aufeinander laufen. Ja. Was eine Arbeit, nur damit es einmal schön aussieht. Tja, siehst du mal, was ich immer hier mit meinen Gebäuden fabrizieren muss.
Jetzt weißt du, warum ich eckig baue. So, da muss ich noch ein paar setzen und dann haben wir das. Ach, verdammt, hat gerade gepasst. So, jetzt haben wir es aber hoffentlich gleich. Ja, ich muss hier noch ein paar. Ja, ich habe den Dreh raus. Ja, wenn man das mal durch hat, dann ist es ganz easy. Easy. Ich glaube, hier fehlt noch ein Block. Ja, der ist aber von dir. Nein, überhaupt eine Ecke. Echt? Oh, schön. Direkt so hingesetzt, wie sie gerne wollte. So, die Ecken sind von dir. Es passt alles. Ja. Jawohl. Ja, hat was. Gras wächst auch. Über die Sache. Dann müssen wir die Gebäude ein andermal machen. Ja, aber. Ich glaube, da kommen jetzt nicht mehr dazu. Ah, halt, hier hast du einen vergessen. Richtig. Da auch. Oh. Kein Problem. So. Hier geht ganz schnell inzwischen. Ich krieg gerade eckige Augen. Wenn du da in die Tiefe und so reinguckst, da denkst du, boah. So, aber ich glaube, das passt. Oder? Sind hier noch welche? Ne, alles richtig. Sehr geil. Yay! Ja, schönen Ausblick. Ja. Hat, dass wir hier keinen Korallenriff haben. Nur so ein Mini-Fitzelchen. Aber da hinten, na, schade. Ja. Kann man Korallen irgendwie anpflanzen? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, zu tief hier. Ah, da hinten. Die sieht man aber schön. Die sehen richtig geil aus, diese Riffs. Gerade wenn es dunkel ist. Okay, auf jeden Fall aber das soll es von der heutigen Folge gewesen sein. Jo, die Burg ist fertig. Ich gucke mir noch einmal von oben an. Jetzt fehlt nur noch so der die Ausschmückung von innen. Genau. Da werden wir uns noch was überlegen. Vielleicht ein, zwei Gebäude würde ich schon gern reinsetzen. Dann sieht es so ein bisschen nur nach Burghof aus. Und ja, eine Bogenschießanlage, wie ich sie hier schon mal gebaut hatte vielleicht. Irgendwie sowas. Du bist unser Dekorateur. Ah, das entscheiden wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke McFisto für die Hilfe. Kein Problem. Und bis dann. Bis dann, mach's gut. Ciao, Leute. Bis dann. Tschüssi.